Informatik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zu studieren, bedeutet sehr viel in einem Verbund mit anderen Studenten zu sein. Dadurch haben wir auch sehr viel voneinander gelernt und eben nicht nur aus den Vorlesungen. An der Hochschule bekommst du sehr solide Grundlagen mitgegeben in theoretischer Informatik und Mathematik und allen möglichen anderen Bereichen, die du täglich brauchst, und dann spezialisierst du dich weiter. In den Laboren an der Hochschule haben wir ziemlich viele Möglichkeiten. Wir haben 3D-Drucker, wir haben große Videoleinwände, wir haben stereoskopische Kamerasysteme. Durch verschiedene Kooperationen mit Fraunhofer-Instituten, mit der Wirtschaft, mit Behörden haben wir hier teilweise auch Hardware zur Verfügung, die es auf dem freien Markt gar nicht zu kaufen gibt. Und dadurch sind die Studenten dann sehr gut vorbereitet auf Arbeiten und Aufgaben in diesen Unternehmen. Mit Red Rocket haben wir hier ein Team, was sich einfach damit beschäftigt, wie man in vermeintlich sichere Systeme reinkommt. Und das ist ein Riesenproblem in der Wirtschaft, mit dem sich sehr viele Firmen mittlerweile auch aktiv beschäftigen. Mein Name ist Michael Kutz. Ich habe von 2003 bis 2009 im Master Informatik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg studiert und arbeite heute als Softwareentwickler bei Rewe Digital in Köln.